Immer Gaming. Also eigentlich sollte ich es mir sparen, nach meinem Rucksack zu suchen wahrscheinlich. Ja, sollte ich. Wir machen ohne Schrotgewehr weiter. So, ich sehe nichts. Man sieht ja nicht viel. Hum! Amos. Warum bin ich überhaupt um die Ecke gegangen? Das war eigentlich fast absehbar. Was kommt jetzt? Okay. Der nächste Gang. Aber schon mal Licht. Ne, komm her. Komm her. Yay! Ja. Aufheben, was denn? Eine Granate. Granate ist gut. Was hast du? Gut. Wir müssen jedes Mal, wenn wir mit einem neuen Typen starten, oder Typin, die Waffen neu zuteilen. Das ist ein bisschen dämlich. Aber na gut. Woher soll sie auch wissen, wie ihr Vorgänger oder Vorgängerin die Waffen gehalten hat? So. Was haben wir denn hier? Eine Tasche, die wir nicht plündern können. Schade. Was haben wir hier noch? Dämliche. Ach, da unten, okay. Naja, wenn sie einzeln kommen, dann sollen sie mich nicht stören. Dann kann man sie ja auch erledigen. Der war leer, schade. Gut, wir gehen nicht darunter. Ich bleib mal schön hier oben, solange ich hier oben bleiben kann. Was sich aber auch gerade gleich wieder erledigt hat. Schade. Aber, naja gut. Ich wollte sagen, ich bin ja alleine hier. Sah jedenfalls eben so aus. So, kann man hier hochklettern? Nein. Was bist du denn? Was bist du? Hä? Ach so. Oh, willst du mich verarschen? Das ist mein Rucksack. Ey. Hab mich ein bisschen gewundert, was da gerade über mir geschwebt ist. Aber, wie gesagt, das war mein Rucksack. So, was war hier? Schon was zum Aufheben? Habe ich irgendwas verpasst? Nein! Geh doch nach oben! Gehst du wieder nach oben? Na, dann hebt dann dämlich den Rucksack auf. Wir gehen da lang. Pippi. So. So, ich nehme an, dass er da unten bleiben wird. Und wir gehen nicht nochmal da runter. Das wäre ja doof. So. Ja, und ich habe gesehen, dass da eine Tür war mit einem großen langen Gang. Hab da noch nicht so viel Bock, da lang zu gehen. Die Frage ist natürlich, wie sinnvoll ist es, jetzt durch diesen Gang zu gehen. Wahrscheinlich auch nicht besser. Also. Gucken wir mal hier hinten noch. Stellen fest, dass es hier nichts gibt. Und gehen durch den dämlichen, großen, langen Gang. Was hast du Schönes? Du hast Kuchen. Gut. Kuchen ist gut.
Oh, das ist was Großes vor uns, ja? Ansonsten kann man hier unten durch. Kann auch hier lang. Ja, wir gucken erstmal lieber hier lang. So, hier ist Sackgasse. Okay. So, wo war das? Hier irgendwo. Konnte ich doch durchkriechen, oder? Ja. Na, unten durch. Gut, dann bist du. Ach, verarsch mich doch nicht. Noch irgendjemand? So, warst du was? Bist du was? Ja, sehr schön. Juhu, eine Karte! Was konnte ich jetzt hier aufheben? Sprudelwasser. Mhm. Ist doch schön. Ist wunderschön. Gut, was gibt's noch? Nichts, wa? Es gibt hier. Hier hinten liegt noch eine Leiche. Ja, toll. Eine lebende Leiche. Gut. Jetzt aber hier Ruhe bitte, ne? I have to concentrate me. Bist du Kekse? Kekse? Kuchen. Noch mehr Kuchen. Gut, dann sind wir jetzt hier erstmal durch. Wir müssen jetzt hier wirklich hier runter, oder wie? Oh, ich hab so keinen Bock da runter. Sehe ich irgendwas? Nein. Da mag jemand die Queen. Aber warum sollte die Queen denn noch leben? Hm. Gut. Wir sind jetzt quasi vor dem Gang hier, oder wie? Mit dem roten Punkt? Nein. So. Yeah, eine Trophäe. Ich bin ja wohl im Buckingham Palace angekommen, irgendwie. Dann ja, werden wir uns hier mal weiter durchschleichen müssen. Wenn wir jetzt hier mal eine neue Abkürzung freischalten würden, wäre das auch super. Dann muss ich nicht diesen ganzen Weg nochmal latschen, wenn ich das nächste Mal sterbe. Puh. Königlicher Bunker. Das war dann wohl mein Ziel. Links, rechts ist doof. Okay, ist das eine Tür? Nein. Was bist du? Du bist eine Tür. Dann bist du auch keine Tür hier, ne? Nein. Gut, dann hat sich das mit dem links, rechts auch erledigt. Das sieht alles sehr gut aus. Kann man die scannen? Nö. Irgendwas zum Scannen da? Nö, 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 nö. Eine Sekunde. Ja, wäre schön, wenn du schneller bist als eine Sekunde. Das ist ein Weg hinein. Vorsicht, da unten kann ich nicht helfen. Du bist auf dich gestellt. Ja, als ob du so die ultimativ große Hilfe bisher warst. Hm. Gut. Im Endeffekt laufen wir hier alle alleine durch. Dafür, dass es ein Bunker ist, warum nicht schlecht? Schön Kronleuchtern. Schön, schön. Aber sehr verwinkelt. Ich verliere dich. Muss abgeschlossen sein. Pass auf. Ja.
Oh, ich werde hier so oft sterben, ey. Ich weiß das schon. Hier ist ja nicht mal irgendwie ein Ziel gekennzeichnet. Wo muss ich denn hin? Ach, und auf mehreren Ebenen. Ja, was für ein Spaß. Okay, diverse Türen. Ja, verschlossene Türen sind gute Türen. Nee, stellt man sich doch mal vor, dass im Hintergrund lauter Zombies auf einen zukommen. Ah, es vibriert, es vibriert. Ja, komm. Oh, nochmal. Wo bin ich jetzt? Gefällt es mir hier drin oder nicht? Bist du tot? Ja. Okay, wir machen mal hier Tür zu. Tür zu. Sie da. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Tür. Sie sind sauber, oder? Da müssen Ja. Sie gut sein. Ja. Vielleicht können wir uns hier helfen. Vielleicht. Entschuldigung, ich muss das erklären. In den Wänden sind Monitore und Lautsprecher. Ich heiße Peter Knight, Assistenzarzt im Royal Household. Also keine Angst, Sie sind nicht verrückt. Das habe ich auch nicht Tja, erwartet. kommen Sie ins Labor, okay? Labor ist auch ein Plan. Und auf der Karte eingezeichnet. Es geht aufwärts. Es geht aufwärts. Muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es hier keine Zombies gibt. Echt. Dann machen wir alles zu, was hinter mir ist. Ach, mit Musik. Wie schön. Ah, sogar Gemälde hier unten. Mann, Mann. Wie gesagt, ob es ein Bunker ist, ist das doch fast schön eingerichtet. Und vor allen Dingen ist der Bunker groß. Aus welchem Grund auch immer. Was gibt's denn hier hinten? Ich habe keinen. Wird mir nicht viel bringen, ne? Ja. So, was bist du? Das war irgendwie klar. Dann, ja, bleibt nur noch diese Tür. Auch hier sieht es noch relativ gut aus. Was ist hier unten? Okay. Ich glaube, ich bin hier unten gerade auch falsch gegangen. Aber wenn wir schon mal hier unten sind, gucken wir mal auf die Toiletten. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Geschlossene Tür. Schade um den Kerl. Er hielt das Grauen nicht aus, wissen Sie? Andererseits, vielleicht war er vernünftiger als wir anderen. Wer denn? Na, ich wollte die Tür von außen zumachen, nicht von innen. Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Sackgasse. Aber nicht schlimm, dann können wir oben weiter gucken. Das war ja eh bloß ein kleiner Abstecher. Ach, hier gab's ja noch eine Tür. Nee. So. Oder? Nein, doch. Ich muss da lang. Genau. Und dann weiter geradeaus. Sieht alles noch. Entschuldigung, ich weiß, das ist das reinste Labyrinth. Ja. Aber das ist gut so, da es Eindringlinge fernhält.
Was gibt's denn hier ich hinten? schätze, ich sollte Sie warnen. Hier treiben sich auch ein paar Infizierte rum. Eigentlich Omega Group Leute, aber tja. Die haben Namen? Jetzt sind sie infiziert. Eine Schande. Ja, eine Schande. Gut, wir gucken mal hier nach links, wo eigentlich eine Tür sein sollte. Eine Tür, sage ich, die eventuell zu öffnen geht. Nein. Tür gefunden, Tür aber verschlossen. Nicht schlimm. Okay, was sagt der Scanner? Der Scanner zeigt mir allerdings hier null nichts an. Okay, einmal leer. Das ist gut. Was ist das Ganze außen? Auch leer. Ah, noch ein Schrank. Oder was bist du? Nee. Ich glaube, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Wie sieht's denn hier unten aus? Nichts. Gut, du bist keine Tür. So. Das hört sich schon mal ein bisschen komisch an. Ja, sage ich doch. Das hört sich ein bisschen komisch an. Naja, ob die da drinnen bleiben. Ist das denn rechts von mir? Ach ne, nichts. Ich glaube nicht, dass die da drinnen bleibt. Wie sieht's hier aus? Oh, eine schnelle Tür. Mach mal zu. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Aber bitte berühren Sie nichts. Das ist wichtige Forschung. Ich mache Aha. hinter Ihnen zu. Sicher ist sicher. Ach komm, du lebst ja echt. Leider kann ich Sie nicht persönlich empfangen. Das ist für uns beide sicherer, verstehen Sie? Ich suche ein Mittel gegen diese schreckliche Seuche, wissen Sie? Leider habe ich viel zu wenige Versuche. Sieht ein bisschen aus, ob der eingekackt hat, aber... Diese armen Omega. Muss wahrscheinlich so sein. Nicht meine Was gibt's denn hier noch? Entschuldigen Sie bitte. Sie können mir gewiss helfen. Eigentlich würde ich gerne mal speichern und mich ausruhen. Okay. Kann man die Tür öffnen? Nein. Immer mit der Ruhe, altes Mädchen. Der sich nicht irgendwie unwohl fühlt mit den Zombies um sich drumherum. Aber na gut, das wird wahrscheinlich alles noch so seinen Sinn haben. Also, Folgendes können Sie tun. Ja, was denn? Es gibt ein Buch. Ein Buch. De Secreti von Konrad Gessner. Ein faszinierendes Werk, aber ich brauche dies persönliches Exemplar mit seinen Anmerkungen. Ich glaube, es ist in der Palastbibliothek. Aber ich fürchte, dafür muss man nach oben. Wären Sie so gut? Du hast voll den Arsch offen, echt. Der Bunkeraufzug bringt Sie hoch. Trifft den königlichen Leibarzt? Boah, ey, Junge. Ich würde trotzdem gerne speichern. Speichern. Briefe der Queen, yay. Was gibt's hier noch? Oh, selbst Kinderzeichnungen gibt's hier. Und ein Ghetto Blaster. Und Socken. Tatsache, Socken. Gut. Will ja nicht meckern. Ich lebe. Hab einen Schlagstock, einen Cricketstock. Mir geht's gut. Und ich muss zum Fahrstuhl. So, okay. Stange entfernen. Und öffnen. Mach mal zu. Bist du? Okay, Kerzen. Kerzenständer. Was hier bitte noch? Okay, da ist eine Tür. Kunst. Oh, ich war ja noch nicht, oder?
Qualitätsaufwertung, okay. Ist immer schön, dass ich sehe eigentlich gar nicht, was ich hier aufhebe. Ich drücke einfach nur irgendwann X, weil da mal kurz eingeblendet wurde, dass ich X drücken soll. Also ich finde die Gegenstände dazu quasi nicht. So, was haben wir denn hier? Nichts. Was habe ich hier? Bin ich auf der Karte? Achso, da bin ich. Schade, verschlossene Tür. Mist. Okay, nach oben. Geht's nach oben? Victoria. Da geht's zur Station zurück, oder? War ich hier schon? Toll. Da geht's raus. Aber frag mich jetzt nicht, warum ich rausgegangen bin. Eigentlich war das dumm. Ich muss auch gleich weg. Ja, wir gehen mal gleich wieder zurück. Aber Rosie hat ja jetzt doch schon eine ganze Weile überlebt. Was wohl aber auch daran liegt, dass hier keine großen Zombie-Scharen auf sie warten. So, hier waren wir. Müssen wir gucken, wir müssen irgendwie links. Okay. Jetzt sind wir hier. Hier waren wir doch. Wieder da? Wohl kein Ach Glück bei ja. der Suche nach Gessners Buch gehabt, hä? Nein, ich habe mich hier verlaufen auf der Karte. Tja, schade. Aber ich muss zurück an die Arbeit. Nehmen Sie sich einfach, was Sie brauchen, ja? Ja, mache ich. Lass mich in Ruhe. So, was ist denn das hier hinten noch? Ist die Tür jetzt auf? Nein. Gut, dann hier. Aber auch hier waren wir ja schon, oder? Lebst du? Bist du tot? Du bist tot. Was war das? Siehst du, da war schon wieder. Schnell mal eingeblendet und dann wieder weg. So, ein Ratzimmer. Aber jetzt habe ich es gedrückt, okay. Nein, da war noch was. Oder? Mein Gott, ist das nervig. So. Jetzt aber. Oh, war ich hier nicht auch Ich schon? hoffe, die Musik stört Sie nicht. William Byrd, der Lieblingskomponist Elizabeth der Ersten. Mir hilft es bei der Arbeit, sehr beruhigend. Natürlich. Yay, Fahrstuhl. Fahrstuhl mit Couch, Respekt, Respekt. Okay. Wir gucken nach oben. Können wir uns hinsetzen? Können wir uns ausruhen? Können wir irgendwas damit machen? Nein. Wir fahren Fahrstuhl. Machen Sie wirklich gut. Ich weiß. Die Wachen, die tun mir leid. Eigentlich gehöre ich auch zur Omega Group. Ich habe als Sanitäter begonnen, dann wurde ich hierher versetzt. Eine Schande. Die Jungs waren Elite-Soldaten. Echt traurig, sie so sehen zu müssen. Okay. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an diese Sequenzen, wo man ja auch im Buckingham Palace so ein bisschen spielt und man da permanent angegriffen wird. Aus diesem Trailer. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich überhaupt sein will. Was bist du denn? Geheimgang? Tatsache. Ja, wir benutzen nochmal den Geheimgang, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Mal da durch. Oh, ey, genau, die Szene kenne ich. Oh, ey, du Lutscher.
kurz angespannt. Wieder entspannt. Alles ist gut. So. Schöne Bilder, Gemälde. Wie sieht's aus auf der Karte? Eigentlich ganz gut. Was bist du? Pistole und Munition. Gut. Na komm her. Was bist du? Oh, du bist ja eklig. Willst du mich verarschen? Reicht's nicht langsam? Gut. Aber Rosie schlägt sich tapfer. Das macht sie sehr sympathisch. So. Scheint jetzt auch erstmal ruhig zu sein hier. Gucken wir mal hier oben weiter auf der Galerie. Ich will noch irgendwas Schönes zum Sammeln finden. Nee, ein Zombie. Oh, ich hätte eben nicht sagen sollen, dass sie sich tapfer schlägt, weil... Naja, oh die arme Kleine. Ja, komm!